Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie alle dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung und zu einer durchaus ungewöhnlichen Runde. Denn fast jeder, der heute Abend hier sitzt, hat eigentlich gute Gründe, mit einem anderen oder einer anderen aus der Runde nicht hier sitzen zu wollen. Und dass sie es trotzdem tun, finden wir ziemlich souverän. Begrüßen gleich zu Beginn eine Frau, die es gerade nicht leicht hat. Nicht nur, weil sie in der CSU ist, muss sie im Moment ständig erklären, was eigentlich mit Horst Seehofer los ist. Aber wer kann das schon? Vor allem aber wollen wir mit ihr darüber sprechen, ob sie dieser Tage besonders häufig an ihren Vater denkt, dessen Todestag sich jetzt zum 30. Mal jährt und der sich seinerzeit ebenfalls mit der CDU gefetzt hat und im Grunde als Erfinder der Doppelbeleidigung gelten muss, seitdem er Helmut Kohl einen politischen Pygmäen genannt hat, was ja eigentlich Helmut Kohl und Pygmäen gleichermaßen beleidigt und der grassierenden politischen Korrektheit von heute wahrscheinlich seinen besten Satz entgegenschleudern würde, der da lautet: Es ist immer besser, ungenau richtig als exakt falsch zu liegen. Herzlich willkommen, Monika Hohlmeier. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Schöner Satz. Ungenau richtig und exakt falsch. Dann ein Mann bei uns, der 1980, glaube ich, war es, einen schönen Satz geschrieben hat: Während Strauß noch die Wunden seiner Wahlniederlage leckt, ging Helmut Kohl heute in die Offensive. Und er sagt, dieser Satz hat Strauß damals dermaßen auf die Palme gebracht, dass er danach in einem vierseitigen Brief meine Entlassung gefordert hat. Wie der Ärger mit Ihrem Vater ausging, darüber wollen wir heute sprechen. Aber auch darüber, wer die Lage der Regierung bewertet. Der Kannibalismus, die Lust auf Selbstzerfleischung in Berlin ist im Moment ja derart groß, dass man sich heimlich wünscht, Renate Künast kommt wieder um die Ecke und schlägt einen Veggie-Day vor. Er sagt jedenfalls, ich halte es für ausgeschlossen, dass diese Koalition das Jahr 2021 erreicht. Herzlich willkommen, Michael Spreng. Ich freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Er war der Mann, der... Und da verbindet sich alles. Er war der Mann, der für eine aufsehenerregende Undercover-Reportage bei Bild Hans Esser war. Und der deshalb, 77 glaube ich war das, ne? Und der deshalb nicht nur mit Michael Spreng aneinander geraten ist, als dieser noch Chefredakteur bei Bild am Sonntag war, sondern auch mit ihrem... Vorher schon, so, noch besser. Sondern auch mit Ihrem Vater. Und der sagt, der Strauß war damals für uns tatsächlich der Inbegriff eines Möchtegern-Faschisten. Darüber, welche Narben diese wirklich harten Auseinandersetzungen hinterlassen haben, wollen wir sprechen. Und zwar auch deshalb, weil wir jetzt gerade wieder erleben, dass die Beleidigungen unterhalb der Gürtellinie deutlich zunehmen. Und die Frage ist, was denn vielleicht der bessere Umgang miteinander wäre. Herzlich willkommen, Günter Wallraff. Freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Ja, und ich bin sehr gespannt auf ein Gespräch, das mit Politik eigentlich gar nichts zu tun hat, aufs Gespräch mit diesem Mann. Da, wo er war, war immer oben, jahrzehntelang. Und nichts und niemand konnte ihn aufhalten, so schien es. Hatte einen unglaublichen Riecher für Kunst. Kaufte beispielsweise die berühmte Kerze von Richter für 18.000 Mark. Wert heute irgendwo zwischen 20 und 25 Millionen. Flog als ungemein erfolgreicher Kunstländer rund um die Welt, kaufte, verkaufte für schwindelerregende Summen. Bis zu jenem Tag, an dem einer der reichsten Männer des Landes, der Aldi-Erbe Berthold Albrecht, auf ihn zukam und sagte: Ich habe hier 60 Millionen und hast du eine Idee, was man damit machen könnte? Er hatte eine Idee, kaufte für ihn Kunst und wertvolle Oldtimer und rechnete falsch ab. Um knapp 20 Millionen soll er die Familie betrogen haben und ist jetzt nach einer Verurteilung zu 4 Jahren Gefängnis wieder ein freier Mann. Und sagt heute: Ich habe mich entmaterialisiert. Was heißt das? Herzlich willkommen, Helge Achenbach. Ich freue mich sehr, dass Sie unser Gast sind. Also. Ist tatsächlich so, ne? Sie alle haben quasi eine Beziehung untereinander. Zuckt man kurz, wenn man weiß, dass Günter Wallraff in der Sendung ist, Frau Hohlmeier? Ja. Ja. geht das Ihnen auch so? Zuckt man, wenn man weiß, dass Frau Hohlmeier in der Sendung ist? Nö. Okay. Nö. Wie geht's Ihnen da, wenn Sie hören, dass Herr Wallraff in der Sendung ist? Ich bin altersweise inzwischen. Ja. Entspannt, ja? Ja. Aber das ist bei mir auch so, dass ich entspannt von Gott. Das mit dem Alter lassen wir bei Ihnen weg, aber weise ist natürlich ein guter Punkt. Aber es ist tatsächlich interessant, ne, was wir heute hier, 30. Todestag Ihres Vaters, ein bisschen auch aufarbeiten, neben dem, was aktuell zu besprechen ist, ist ein Stück deutscher Zeitgeschichte. Mhm. Und Sie haben das sozusagen miteinander geprägt. Denken Sie manchmal nach über die Wunden, über die Verletzungen, über die Narben, die man sich gegenseitig zugefügt hat?
Ja gut, das kommt dann schon zwischendrin mal auf, wenn man jemanden begegnet oder wenn man gefragt wird nach Dingen, die man in der Vergangenheit, in der Jugend erlebt hat oder wenn bestimmte Namen auftauchen. Seiner zum Beispiel. Aber er stand nicht so im Fokus, aber er gehört zu diesem Umfeld oder gehörte mit zu einem Umfeld, das für uns in der Auswirkung als Kinder ziemlich katastrophale Auswirkungen hatte. Also wir sind da zum Teil auf der Straße bespuckt worden, gejagt worden, geschlagen worden, wenn wir keine Sicherheitsbeamten dabei hatten. War ich nicht schuld? Nein, jawohl. Ja und nein, weil ich habe manchmal den Eindruck, das ist heute aber auch so, wenn Formulierungen fallen, die Menschen aufhetzen, dann muss man immer wissen, was das für Konsequenzen potenziell auf Menschen haben kann, richtig, die damit nicht umgehen können. Und das hat uns als Kinder brutal getroffen. Also das muss man nüchtern sagen, das war nicht schön. Das war für uns eine Zeit, in der wir dann als die Kinder des Kriegsschlechters, die Kinder des Faschisten, und die muss man niedermachen. Krass. Also da ging es richtig rund zeitweilig. War Ihnen das so bewusst, Herr Wallraff, damals? Nein, ich meine, aber die Machtverhältnisse waren ja nun ganz andere. Ihr Vater hatte ja eine Machtbastion. Übrigens, wie Ihr Vaterbild übrigens, finde ich klasse. Der war wohl ein liebenswerter Vater, wie Sie es auch schildern. Und das sollte man Ihnen auch nicht nehmen. Aber zu der Zeit war die Strauß-Bastion doch Bedrohung, Einschüchterung, ein Politiker. Das sind verbürgte Zitate, der sagt, ich hoffe, dass es dem deutschen Volk nie so schlecht geht, dass es meint, mich zum Bundeskanzler machen zu müssen. Oder wobei ich das ehrlich gesagt einen witzigen Spruch finde, ehrlich gesagt. Ein paar Zitate noch erinnern. Der unser eins als Tiere bezeichnete, Ratten und Schmeißfliegen. Ich Ihnen mal sagen, als was wir bezeichnet worden sind? Ja, Entschuldigung, das war öffentlich. Öffentlich uns gegenüber. Ja, es war beides. Also Sie müssen mal erleben, wie wir als Kinder erlebt haben, dass man die Leute aufgefordert hat, uns zu verfolgen. Das weiß ich, aber das war nun mal so. Darum sage ich immer, geistige Brandstiftung ist wirklich eine Gefahr. Und da bin ich wirklich, das ist meine Erfahrung aus meinem Leben. Aber sehen Sie, heute mehr denn je, ne? Heute mehr denn je. Ja. Ich bin da einfach geprägt davon, dass man wirklich als Kind wie in Sippenhaft und auch, dass ich erlebt habe, dass auch mein Vater, dessen Grundsatzeinstellung, das ist ja nicht meine Einstellung als Tochter zum lieben Vater. Ja, er war ein guter Vater, aber er war auch jemand, der politisch schon, und der Herr Spreng weiß das gut, intellektuell sehr präzise denken und unterscheiden. Und er hasste Nazis. Und ich muss wirklich sagen, er hat zu mir mal persönlich gesagt, Monika, ich habe erlebt, wie diese nachreisenden SS-Schergen unschuldige Menschen blutig abgeschlachtet haben. Und er hat gesagt, ich wäre beinahe selbst zum Mörder geworden, weil ich sie so gehasst habe. Aber und bin daran gehindert worden von einem klugen Oberst, der mich an dieser Tat gehindert hat. Also er wusste sehr genau, was Nationalsozialismus und Faschismus ist. Und ihn da überhaupt in die Nähe zu bringen, Herr Wallraff, ich habe ihn da nie in die Nähe gebracht. Er hat sich selbst in die Nähe gebracht. Nein. Also ein Satz, der politisch verbürgt ist, historisch. Die alten Schlachten, noch mal geschlagen hier. Ja. Darf man noch mal zitieren, der gesagt hat, Herr Wallraff, Sie können Zitate aus dem Zusammenhang ziehen. Einmal ganz kurz, Diese wirtschaftlichen Aufbauleistung verbracht hat, hat es nicht mehr nötig, sich an Auschwitz erinnern lassen zu müssen. Das ist nicht weit entfernt von der Steigerung von Gauland, der jetzt vom Vogelschiss spricht. Also da gibt es eine Kontinuität. Aber derjenige, der das Konzentrationslager Dachau komplett hat wieder herrichten lassen. Und ich war diejenige, als eine Tochter, die das Flossenbürg hat, vollständig als Gedenkstätte, wo ursprünglich ein Firmengebäude auf den Knochen der Toten stand. Wir haben das Firmengebäude beseitigen lassen. Ich habe mit der Firma selber gesprochen. Das heißt, da ist ein sehr klares Erinnerungsbedürfnis und Bewusstsein da. Was ihm nicht gefallen hat, war klipp und klar, dass man ununterbrochen die Zeit des Zweiten Weltkriegs vorschiebt, um sich vor manchen Entscheidungen auch zu drücken. Oder bestimmte Anschuldigungen sich gefallen lassen zu müssen. Er war einer, der gesagt hat, wir müssen uns entscheiden. Wir müssen politisch in der Zeit, in der wir stehen, Entscheidungen treffen. Und vielleicht wäre es manchen Leuten heute manchmal lieber, es würden wieder klare Entscheidungen da und dort getroffen werden. Und seine Homophobie, lieber ein kalter Krieger als ein warmer Bruder. Ja, das war super. Das war super. Ich fand den Spruch, Homosexuelle. Ja. Das war in einem Zusammenhang geprägt, in dem er gesagt hat, man muss Entscheidungen treffen, man muss auch mal harte Entscheidungen treffen. Das hat überhaupt nichts mit Homosexualität zu tun. In unserer Umgebung waren zig Homosexuelle und wir haben uns bestens mit denen unterhalten. Warum sagt er sowas öffentlich?
zu diskriminieren. War natürlich auch eine andere Zeit, ne? Es war eine andere Zeit und es war auch nicht in dem Zusammenhang gezielt auf Homosexuelle gedacht. Das ist ganz interessant, wenn man das jetzt hier gerade so erlebt. Völlig aus dem Zusammenhang gezogen. Also beide kämpferisch wie ihr und ihr. Ich freue mich wirklich, dass wir das hingekriegt haben, Sie beide heute hier sitzen zu haben. Darauf ich sofort. Ja, und es ist, wir haben uns vorher einen anderen Punkt sogar gut verstanden. Ja. Das stimmt. Über den Punkt reden wir gleich noch, ja? Hm. Herr Spreng, wenn Sie das hier so sehen und das mit der Situation von heute vergleichen, also die Debattenlinien laufen tatsächlich ganz, ganz ähnlich. Naja, also erstens sind es wirklich die Schlachten von gestern. Ja. Und zweitens muss ich sagen, damals war unsere Demokratie nicht kurz davor, existenziell in Gefahr zu geraten. Sondern das war ein unsachgemäßes, manchmal unter der Gürtellinie, ein Geplänkel oder Auseinandersetzung. Manchmal hing der Gürtel auch an der Kniekehle. Ja. Ne? Ja, ja. Und war sehr massiv und war auch sehr verletzend. Aber nichtsdestotrotz, ich meine heute, ja, wo Menschen durch Dortmund ziehen und rufen, wer Deutschland liebt, ist Antisemit. Ja? Oder wer durch Chemnitz läuft und skandiert Nationalsozialismus. Und Leute aus dem Fenster klatschen. Ne? So, also in einer Zeit, in der so etwas passiert, ja? In der die Verrohung der Sprache zu einer Verrohung der Taten führt. Ja? Also in einer solchen Zeit. Und alles unter Meinungsfreiheit. Muss ich sagen, bekomme ich langsam Angst um die Zukunft unseres freiheitlichen liberalen Rechtsstaates. Also das ist nicht vergleichbar mit der damaligen Zeit. Mhm. Herr Strauß hat zwar gelegentlich das Recht auch ein bisschen locker gesehen. Ich denke nur, wie er Conny Alas in Spanien verhaften lassen wollte oder so. Aber das waren ja gewissermaßen nette Apersüs im Vergleich zu dem, was heute los ist. Mhm. Aber ganz grundsätzlich, um ihn mal einzuordnen, Sie sind da ein bisschen befangen, Frau Hohlmeier. Das war doch jemand, und da sehe ich manchmal auch die Parallele zu jemandem wie Horst Seehofer zum Beispiel. Da habe ich mittlerweile das Gefühl, wir sind so schnell dabei, Menschen zu verunglimpfen, Menschen in eine ganz bestimmte Ecke zu schieben, in die sie doch nachweislich nicht gehören. Auch Horst Seehofer ist doch kein Rechter im Sinne von rechtsradikal. Nein, natürlich nicht. Im Gegenteil, ich kenne auch Horst Seehofer schon sehr lange, habe mich früher mit ihm sehr gut verstanden, fand ihn immer sehr sympathisch, sehr sozial. Ein überzeugter Europäer war das auch. Sehr vernünftig, sehr anständig. Umso überraschter bin ich ja über seine Wandlung, das muss ich sagen. Ja, der Horst Seehofer von heute, den erkenne ich nicht wieder. Ja, der Horst Seehofer von heute hat das Klima gesellschaftlich und politisch in Deutschland mit aufgeheizt. Ja? Er hat maßgeblich zu dem Autoritätsverfall von Frau Merkel beigetragen, ja? Durch seine permanenten Angriffe, durch Ultimaten, durch das Nicht-Akzeptieren der Richtlinienkompetenz, indem er ihr eine Herrschaft des Unrechts vorwarf, eine Verfassungsklage androht. Mhm. Also er hat systematisch die Autorität von Frau Merkel zerrüttet. Und da ist mein Problem, und das ist das Problem der CSU insgesamt. Die CSU konnte sich in den letzten 3 Jahren seit dem Beginn der großen Migrationswelle nicht entscheiden, ob sie Merkel stürzt oder stützt. Ja? Sie hat sie gestützt, indem sie gemeinsam Wahlkampf gemacht haben, gemeinsam regiert haben. Aber gleichzeitig war die CSU, insbesondere in Form von Herrn Seehofer, neben der AfD die schärfste Opposition, die es gegen Merkel gab. Und das hat auch zu dem Glaubwürdigkeitsverlust der CSU geführt. Auch von Politik insgesamt, ne? Ja, die AfD plakatiert in Bayern, wo CSU draufsteht, ist Merkel drin. Übrigens dieses Plakat. Übrigens auch in Fulda. Ja, dieses Plakat ist übrigens völlig korrekt. Für die CDU. Natürlich, ja. Aber wenn ich gleichzeitig Merkel... Das ist völlig korrekt, ja. Das ist traurig, wenn man das so sagen muss, ja. Ja, wenn ich gleichzeitig versuche, Merkel zu stürzen, so sehe ich zum Beispiel die Vorgänge im Frühsommer, das war der Versuch, Merkel zu stürzen, und sie gleichzeitig stützt, dann habe ich ein massives Glaubwürdigkeitsproblem. Ja, die Wähler sagen ja, welche Position gilt denn jetzt? Die CSU hätte diese Entscheidung frühzeitig treffen müssen und hätte nicht so weit kommen lassen dürfen, wie es heute ist. Sie müssen schon, Herr Spreng, dass man bei Ursache und Wirkung ein bisschen verwechselt. Die CSU war mit dabei, als zunächst mal die Grenzen geöffnet wurden. Offen gelassen wurden. Nicht offen gelassen, sondern geöffnet. Stärker geöffnet. Wir haben vorher schon auch sozusagen... Sie reden jetzt von der Situation im Herbst 2015. Ja. Und da müssen Sie sich klar sein, dass bei uns in Niederbayern sind insgesamt 1,5 Millionen Menschen wirklich durch Niederbayern durchgetrampt, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Das, was die Menschen dort an Kontrollverlust erlitten haben und die frühzeitige Meldung, auch an die Bundeskanzlerin damals, wurden im Bundeskanzleramt nicht gehört. Es wurden die Grenzen offen gelassen.
Und aber einen bestimmten Zeitpunkt. Und da bin genau ich genommen waren Herrn sie Bosbach. Schon offen, sie wurden nicht geschlossen. Ne? Ich, ja, so muss man's wahrscheinlich ich will ja nicht mal von Schließen reden. Wir haben ja nicht einmal Schließung verlangt. Aber wir haben Kontrolle verlangt und wir haben verlangt, dass nicht jedem automatisiert Zugang gegeben wird. Weil man muss mal sehen, die Menschen dort vor Ort, und da ist auf einen Schlag 25% plötzlich AfD aufgetreten. Nicht wegen der CSU, sondern aber wegen des vielleicht ja doch, Bewusstseins, weil sie, weil des Kontrollverlustes. Und das war das, was die CSU immer angemahnt hat, und zwar zu Recht angemahnt hat. Ja, aber das widerspricht nicht meiner These davon, dass sie sich nicht entschieden haben zwischen Stützen und Stürzen. Wir wollten aber gar nicht stürzen, sondern wir wollten sie überzeugen. Sie vielleicht nicht. Wir wollten Merkel überzeugen davon, dass sie die Grenzen kontrollieren muss und dass man den Zustrom, zumindest, dass man wieder weiß, wer kommt, wie viel kommen und dass man überhaupt in irgendeiner Weise Kontrolle wieder gewinnt. Ich habe in dem Zusammenhang eine wichtige Frage, die ich immer schon mal einem CSU-Vertreter stellen wollte. Und heute habe ich endlich die Chance, einer Vertreterin sie zu stellen. Na los. Warum ging an dem Abend Horst Seehofer nicht ans Telefon? Haben Sie mal gefragt? Als Frau Merkel angerufen hat und gesagt hat, wollen wir das? Sie hat Sigmar Gabriel erreicht, sie hat auch andere wichtige Leute erreicht. Sie hat aber nie Horst Seehofer erreicht. Die mehr höre ich immer wieder. Ich habe ihn nie gefragt. Ich finde, warum nicht? Weil das bei uns eigentlich gar nicht die Diskussion war, ehrlich gesagt. Bei uns war aber wenn Horst Seehofer damals ans Telefon gegangen wäre, wären manche Dinge möglicherweise anders gelaufen. Nein, glaube ich nicht. Also wir haben ja viele Gespräche geführt. Von einem Telefongespräch eine monatelange Situation abhängig zu machen, ist gerade so. Nein, das war ja eine sehr spontane Entscheidung. Die Leute waren in Budapest am Bahnhof. Und er wusste auch, dass er angerufen werden würde. Kann es sein, dass er absichtlich nicht dran gegangen ist? Nein, bei dem Punkt waren wir uns sogar einig. Auch selbst Bosbach, der danach sehr kritisch aufgetreten ist, hat gesagt, die Erstöffnung war aufgrund dessen notwendig, dass wirklich in Budapest fast bürgerkriegsartige Zustände ausgebrochen wären. Die Österreicher hatten um Hilfe gebeten. Auch Orban hat um Hilfe gebeten. Also er will sich nicht mehr dran erinnern, Orban. Aber da war es auch in Ordnung, weil es wäre weder Österreich, es war auch im Balkan außerordentlich gefährlich. Nur die Länge des Offenlassens. Und das war falsch. Und das ist etwas, wo ich mit Bosbach übereinstimme und der festen Überzeugung bin, wir hätten früher die Kontrolle zurückgewinnen müssen. Nur ganz kurz, müssen, die Frage nach dem Telefonat. Weil wir einfach nicht vorbereitet waren. Ist das eine berechtigte Frage, ne? Natürlich ist das eine berechtigte Frage. Ich glaube schon, dass zeitgeschichtlich es eine andere Betrachtung wäre, wenn Seehofer erreicht worden wäre, je nachdem, wie Seehofer reagiert hätte. Entweder hätte er sofort seine Bedenken formulieren können oder er hätte zugestimmt. Und dann würde die Lage sowieso anders aussehen. Aber auch alles, Frau Hohlmeier, es tut mir leid, wir kennen uns ja schon lange, Sie sind mir sehr sympathisch, aber alles, was Sie sagen, Sie sind mir auch sympathisch, aber Sie haben da nicht immer... Bitte, bevor es zu nett wird, sagen Sie jetzt die Gemeinheit. Aber aus meiner Sicht... Das geht doch gar nicht. Ganz kurz nur, sein Gedanke und dann Herr Wahlrecht. Aus meiner Sicht nichts daran, dass wie sich Seehofer und auch andere in der CSU gegenüber Frau Merkel verhalten haben, die ja auch ihre Kanzlerin ist. Sie haben sie zur Kanzlerin jetzt mehrmals im Bundestag gewählt. Wie die sich verhalten haben, von der Demütigung auf dem Parteitag, die anderen Beispiele habe ich gesagt, die Ereignisse im Frühsommer, ja, wo ein Minister einer Kanzlerin Ultimaten setzt, ja, wo er sagt, die Richtlinienkompetenz erkenne aber ich nicht. Aber gut, das hat unter Franz Strauß nein, bei Helmut Kohl ab und nein, zu auch ich muss gegeben. Wirklich sagen, also. das ist der Beitrag zur Zerrüttung der Autorität von Frau Merkel. Sie hat auch ihren Teil dazu beigetragen, das will ich gar nicht bezweifeln, durch ihre Art Politik zu machen, die inzwischen an ihr Ende gekommen ist. Aber Sie werden es in Bayern erleben. Die bayerische Landtagswahl wird eine Volksabstimmung über Horst Seehofer. Und davor muss die CSU zu Recht Angst haben. Das sehe ich in der Form nicht. Ich sehe das von Ihnen aus als eine sehr einseitige Betrachtung. Analytisch. Muss ich wirklich sagen, das ist eine sehr einseitige Betrachtung. Weil natürlich hat es auch viele Gespräche gegeben, in denen man versucht hat, die Dinge zu verändern. Und da war eine Zeit lang auch im Kanzleramt zunächst mal kein Zuhören. Dann hätten Sie gehen müssen. Nein. Also nicht Sie persönlich also jetzt, aber... Nein, das ist auch nicht die Frage. Ja. Aber eine Fraktionsgemeinschaft aufkündigen, Entschuldigung, das ist noch mal ein Schritt, der ist Aber wenn Herr Seehofer der Meinung ist, wie er gesagt hat, Frau Merkel wolle eine andere Republik, wenn jemand eine andere Republik will, dann muss ich gehen. Ich weiß, dass Sie dieses Feindbild extrem
Nee, das extrem kann, entwickeln ja, Herrschaft wollen. Des Unrechts, was da aber alles so gesagt worden ist. Aber es gibt auch in der CSU nicht ausschließlich Horst Seehofer. Im Parteivorstand hat es auch diejenigen gegeben, die okay. zu der Zeit, als zum Beispiel bestimmte Wortwahl gewählt worden ist, Herrschaft dann auch Unrechts? Kritisch eingeschritten sind. Und dann verstehen gesagt Sie haben, das verstehen, das ja, ist es etwas, gibt ja gute Leute, wie Manfred Form, Weber und so weiter. Also da hat es wirklich sehr offensiv, und wir sind ja auch schließlich eine Volkspartei, wo es auch eine ganze Bandbreite an Meinungen gibt. Ja. Und da gibt es schon auch Leute, die im Gegensatz ja. manchmal zur CDU oder okay. auch bei den Grünen oder der SPD wirklich auch aufstehen, aber nicht öffentlich beleidigen und einschreiten und sich selbst in den Vordergrund spielen, sondern wirklich ernsthaft im Parteivorstand diskutieren. Darf ich Sie, und darf das ich Sie? Ist schon passiert bei uns. Und wir sind vor eine ganz schwierige Lage gestellt worden, mhm. weil die Auswahl zu haben, wegen diesem einen Thema eine große Koalition zu sprengen oder eine Koalition zu sprengen oder und damit Neuwahlen zu verursachen, also muss ich Ihnen ehrlich sagen, das ist schon eine Darf sehr ich ganz einseitige kurz, Zuweisung. Ganz kurz da einmal nachsetzen. Glauben Sie, Frau Hohlmeier, ohne Horst Seehofer wäre es einfacher in Berlin? Das glaube ich nicht, weil Berlin ist nie einfach. Die, die Regierungsarbeit SPD ist in einem jetzt. Zustand, der sehr schwierig ist. Aber die haben nämlich, lenken Sie nicht ab. Nein, ich lenke nicht ab. Ich meine das tatsächlich Ich habe nicht nach so. Der SPD gefragt. Ich Aber frag nach ich der antworte CSU. Auch mal nach dem. Ich bin jetzt ganz offen. Weil Sie dürfen antworten, was Sie wollen. Genau. Aber ich frage trotzdem, was ich möchte. Und was? Ich antworte, was ja. ich möchte. Schönes Spiel. Nochmal die Frage. Ganz ehrlich. Ja, ja. Glauben Sie, es wäre einfacher ohne Horst Seehofer? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Wird der Horst Seehofer nach der Bayernwahl noch Parteichef sein? Der hat Riesenleistung. Man schaut sich mal an, wie Bayern ausschaut. Ich komme manchmal vor in der Öffentlichkeit. Sie versuchen es schon wieder? Nein, ich versuche doch, doch. Es nicht. Sondern ich sage mal, man schaue sich an, was der Mann in Bayern hinterlassen hat. Und da ist nicht das chaotische Land, in dem lauter Arbeitslose sind und keine Sozialleistungen, sondern genau das Gegenteil. Der Horst Seehofer ist wie die Angela Merkel und auch wie die Frau Nahles. Die sind alle keine einfachen Typen. Entschuldigung. Kannst du alle, also ich, das wären die allerersten, dass Angela Merkel Sie wollten jetzt Person, eigentlich sagen, kannst du alle in einen Sack packen und das ja. wollten Sie eigentlich sagen, ne? Das wollten Sie eigentlich sagen. Aber ich sag ganz offen, ja. wer da oben ist. Wer, ja, ich gebe auch ehrlich zu, wer dort oben ankommt, der kann auch gar nicht ja. sonderlich einfach ja. sein. Das sind Menschentypen, die müssen ja. sich auch durchgesetzt Nur haben. Der Punkt, der Widerspruch ist ja an dem Punkt, wenn Sie sagen, in Bayern, ich war vor kurzem in Bayern länger unterwegs für, ja. für Dreharbeiten, ist ein tolles Land und da funktionieren ja, Dinge. Muss und die, auch mitkommen. Und die Bayern, nee, wissen Sie, was so verrückt ist? Wenn man Horst Seehofer zuhört, hat man das Gefühl, das Land hat die Kontrolle verloren. Wenn man Horst Seehofer zuhört, denkt man, die Migration ist das einzige Thema, das die Menschen umtreibt. Mutter aller Probleme. Mutter aller Probleme. Tatsächlich, wenn Sie in Bayern sind, erleben Sie ein unglaublich weltoffenes Land. Ja. Sie erleben Menschen, die das mit der Integration viel besser hinkriegen als in anderen Teilen der Republik. Stimmt. Sie erleben, dass Menschen dort sozusagen Opfer ihres eigenen Erfolges werden, um es mal so auszudrücken, weil so viele Leute nach Bayern wollen und der Erfolg so groß ist, dass die Mieten kaum noch bezahlbar sind. Das sind die Luxusprobleme letzten Endes, mit denen sich Bayern rumschlagen muss. Ja, aber das und, ist auch und trotzdem der stehen Sie bei einer Regierung. Ja, haben Sie recht. Muss man ganz nüchtern aber sagen, auch eines Horst Seehofer, dass es dem Land gut geht. Und warum stehen Sie dann jetzt bei 35%? Ist das Seehofers oder Söders Schuld? Das ist weder Seehofers noch Söders Schuld, sondern ich glaube, das ist auch der Situation, dass wir eine Aufschaukelung von rechts außen und links außen, eine Verrohung, da gebe ich in dem Fall recht, der politischen Kultur, mhm. dass Dinge auch wieder erlaubt sind, dass geistige Brandstifter Dinge formulieren dürfen, ohne dass du irgendeine Konsequenz spürst. Und ich glaube, dass man dieses Thema Extremismus sehr, sehr ernst nehmen muss. Ob es von links, von rechts oder von Islamisten kommt, ist mir völlig egal. Aber das Unterbinden der Entwicklung solcher Strömungen. Also das funktioniert nicht. Und jetzt sage ich, lass uns mal noch einen letzten Satz sagen. Und das, was mir wesentlich dabei ist, dass man tatsächlich vielleicht das ein oder andere Mal auch übersehen hat. Und das ist etwas, worüber wir uns nicht nur Gedanken machen müssen, sondern auch handeln müssen, dass zeitweilig bei den Menschen die Politik nicht mehr in der Form ankommt. Der Markus Söder macht das jetzt richtig. Jetzt werden Sie mir sagen, Sie wollen mehr Werbung für den Söder machen. Ja, mache ich in dem Fall auch. Wenn man sieht, wie pflegende Menschen, welche Sorgen die haben, ja. dass da mal zusätzlich auch mal 1.000 Euro im Jahr für Landespflegegeld
erübrigt werden. Ja. Dass man, und das, was eine Aufheizung mitgeschaffen hat, waren die einfachen, simplen Argumentationen. Genau. Und das ist, ich habe durchaus wahrgenommen und verbucht das auf seiner... 100 Milliarden für Flüchtlinge und Migranten. Aber für ein bisschen mehr Geld für Handwerker habt ihr kein Geld. Ja, und wir haben auch alle... Nein, wir haben ja wahrgenommen, das sind die einfachen Lösungen der Rechten. Ich will Ihnen kurz, zur Seite springen. Markus Söder war ja auch derjenige, der irgendwann von Asyltourismus sprach und der sich dann hinterher dafür entschuldigt hat. Das ist fast untergegangen, muss man aber auch mal an der Stelle mal wahrnehmen. Der hat alle verbal abgerüstet, das fand ich gut. Ja, das ist ja das, was ich nicht verstehe. Wir dürfen nicht vergessen, Sie sind mitten im Wahlkampf und dadurch haben natürlich auch so eine Diskussion jetzt eine ganz andere Zielrichtung. Ich meine, Sie selbst haben mal die Partei, soweit ich mich erinnere, als ein Intrigantenstadel bezeichnet. Nee, die Münchner CSU war das damals. Ach so, aber gut, ihre eigene Partei. Und ich habe den Eindruck, dass das jetzt insgesamt Söder, Seehofer und vor allem der Versuch, und das hat hier Herr Sprengel auf den Punkt gebracht, der Versuch, der ist ja fast, wie nenne ich das? Der ist nicht mehr politisch nachvollziehbar, wie er versucht, die Kanzlerin zu Fall zu bringen, zu demütigen und wie er einen persönlichen Machtkampf daraus entwickelt. Und sie im Grunde genommen, ich glaube, er hat kein anderes Trachten mehr. Wer sitzt hier am längeren Hebel? Wie schaffe ich es, die da rauszukegeln? Ja? Also das ist ganz, ganz kurz einmal, Herr Sprengel, der die ganze Zeit schon sagen wollte, was mir unverständlich ist. Ja, Sie haben... Alle haben völlig recht, die sagen, Bayern ist ein erfolgreiches Land, die Bildung läuft, die Kriminalität ist in Sekunde. Also, mit allem stimme ich Ihnen zu. Ja, auch die Migration ist dort sehr gut bewältigt worden. Warum, um Gottes Willen, erzählt eine Partei, die so erfolgreich in einem Bundesland ist, Tag aus, Tag ein über Migration, über Flüchtlinge, über Kriminalität, über die Mutter aller Probleme, über Grenzschließung und so weiter. Mein Gott, warum haben Sie Ihre eigene Erfolgsagenda so brutal abgeschnitten und reden nur noch über Themen, von denen ausschließlich die AfD profitiert? Herr Spreng, nein. Interessanter Punkt. Es war nicht die CSU. Es war nicht die CSU nur, um es mal ganz klarzustellen. Gehen Sie mal wirklich nach Niederbayern, wo die das erlebt haben. Da würden Sie sich wundern, welche Vorwürfe an die CSU ergangen sind. Und zwar mit aller Härte. Auf der zweiten Seite muss man aber auch klar sagen, dass in den öffentlichen Medien, entschuldigen Sie, ob das die Bild-Zeitung war, jeden Tag in der Schlagzeile, jeder Fall, der aufgetreten ist. Und es war nicht nur die Bild-Zeitung. Ich hoffe, darauf kommen wir noch zu sprechen. Es waren mehrere Medien. Das heißt, man kam auch tatsächlich massiv, gerade in den Gebieten, und wir hatten auch zig Schlägereien, wir hatten... Delikte schwerster Art, die nun einmal auch mit Menschen, die aus totalitären Staaten kommen, aus autoritären Staaten, die keine Rechtsstaatlichkeit kennen, die nur das Faustrecht kennen, die noch nie die Polizei auch nicht als fairen Partner jemals erlebt haben. Da hat die Bevölkerung Szenen erlebt, die dann skandalisiert wurden. Und das hat die Bevölkerung in einem unglaublichen Ausmaß aufgebracht. Und gesagt, warum tut ihr da nichts dagegen? Ja, also wir waren am Anfang in Bayern komplett allein. Der Umverteilungsmechanismus hat überhaupt nicht funktioniert. Ja, in Nordrhein-Westfalen, offen gestanden, ab Freitag 2 Uhr nicht einmal mehr einer erreichbar war, als wir mit 50.000 Menschen da standen. Merken Sie ein Muster, Frau Hohlmeier, wie oft in diesem Land Menschen nicht ans Telefon gehen? Merken Sie das? Ja. Ein ernsthaftes Problem. Vielleicht ist das das Kernproblem in Deutschland. Aber wenn wir über Skandalisierung sprechen, lass uns das an dem Punkt einmal kurz machen, Herr Spreng. Wie oft denken Sie da selber drüber nach, was uns da eigentlich auch in der Wahrnehmung und auch in der Berichterstattung über das, was passiert, verrutscht ist? Auf dem Boulevard zum Beispiel. Ja gut, ich meine, Herr Wallraff ist hier, mit dem ich mich früher ja gestritten habe vor der Bundespressekonferenz über sein erstes Buch, weil ich es insofern ungerecht fand, als er das zu pauschal geurteilt hat. Ja, ich habe der Mann, der bei Bild Hans Esser war. Ne? Sie waren wie lange, Herr Wallraff? 3 Monate waren Sie, glaube ich, undercover. Ja, etwas mehr und habe vorher und hinterher recherchiert. Ich habe 3 Bücher dem Ganzen gewidmet und dann die ganzen Prozesse, die ich ja letztlich auch gewonnen habe. Ich weiß. Oberster Gerichtshof, BGH. Schon wieder in der Verteidigung. Schon wieder in der Verteidigung. Undercover arbeiten, wenn es um gravierende Missstände geht. Und bei der Bild-Zeitung wurde noch vom obersten Gericht erklärt, da es sich bei der Bild-Zeitung um eine Fehlentwicklung im deutschen Journalismus handelt, müsse meine Methode auch hier unter anderer Identität hinbeizukommen, legitim sein. Immerhin, da profitieren jetzt andere Kollegen in anderen Redaktionen. Wir wollen auf heute kommen. Genau. Ja, ist wieder so.
Ja, nein, es ist, also damals haben wir uns gestritten, weil ich das fand das diskreditierend, alle Leute über einen Kamm zu scheren. Heute streiten wir uns nicht mehr, außerdem wir haben uns ja seitdem nicht mehr gesehen. Heute, muss ich sagen, ja, haben natürlich auch Massenblätter eine hohe Verantwortung. Ja? Mhm. Und da muss ich sagen, finde ich zurzeit, Herr Wallraff wird mir wahrscheinlich zustimmen, die Bild-Zeitung ziemlich furchterregend. Ja? Bitte furchterregend. Ja, ja, wieder, weil, geworden. Weil wieder, die Bild wieder geworden. Weil die Bild-Zeitung jede kriminelle Tat eines Ausländers oder Asylanten zur Schlagzeile macht. Wenn ein Deutscher einen Syrer ersticht, sind das ein paar Zeilen auf Seite 5. Mhm. Ja? Und wenn mal kein Ausländer kriminell ist, dann kommen Aufmacher und Kampagnen gegen die lasche Justiz, ja, gegen den unfähigen Staat, gegen die faulen oder untätigen Politiker oder unfähigen Politiker. Mhm. Und diese seit vielen Monaten andauernde Kampagne, wie Frau Hohlmeier sagte, ja offenbar auch ihre Wähler und damit auch die Politik in Bayern beeinflusst hat. Diese Kampagne wirkt auf Dauer, zersetzt sie den liberalen, freiheitlichen Staat. Ja? Und das ist das Schlimme heute an der Bild-Zeitung. Die hatte zwischendurch eine Phase in der zweiten Hälfte, sagen wir mal, von Kai Dickmann, dem damaligen Chefredakteur. Da hat sie sich geöffnet, da wurde sie für ihre Verhältnisse geradezu liberal. Um zu verstehen, wie liberal das war, muss man nur wissen, dass Sie gegen Kai Dickmann Tischtennis gespielt haben, ne? Ja, das habe ich mir nicht ausgesucht. Da war eine Crowdfunding-Aktion und ja. Er hatte da ja. Eine Spende gemacht, da hätte ich gegen jeden gespielt. Ja. Aber ich muss sagen, der war recht motiviert, hatte vorher noch trainiert. Nur leider, okay, will ich jetzt nicht. Er hat verloren auf jeden Fall. Ja, aber er hat sich bemüht. Dazu muss man wissen, dass Sie ein grandios guter Tischtennisspieler sind. Ja, es geht so. Aber immerhin, als Mensch habe ich ihn sehr positiv erlebt. Mhm. Und das war eine Zeit, wie Sie auch gerade sagten, wo er sich bemühte, Bild in eine andere Richtung zu bringen. Mhm. Und was ist dann passiert? Dass die Auflage noch weiter zurückging. Ja, Refugees Welcome und so weiter. Und was ist dann passiert? Ja, jetzt hat ja der Chefredakteur gewechselt. Jetzt ist da ein neuer Chefredakteur, der das offenbar völlig anders sieht. Ja, ich finde, die Bild-Zeitung ist heute wieder ein Kampagnen- und Kampfblatt. Ja? Und das hat Auswirkungen nicht nur auf ihre Leser, sie hat ja immer noch trotz aller Verluste ein paar Millionen Leser, sondern damit auch auf die Politik. Denn die Politiker sagen, was die Bild-Zeitung schreibt, ist Volkes Meinung, wir müssen uns an Volkes Meinung orientieren und damit verändert es auch die Politik. Und das macht mir wirklich große Sorgen, ja? Dass also dieser Veränderung unserer Gesellschaft, ja, und dieser Verschiebung nach rechts, dass die auch dadurch gefördert wird. Ja, es kann doch nicht sein, dass bei Bild unter dem neuen Chefredakteur da praktisch eine Gruppe von Kriegern sitzt, die glaubt, sie sitzen gemeinsam im Schützengraben, ja, und müssten von dort aus einen Feldzug gegen Frau Merkel und gegen den liberalen Rechtsstaat führen. Das ist auf Dauer zersetzend und mir tun die anständigen Bildredakteure leid, muss ich wirklich sagen. Ja, und in dem Zusammenhang, dieser Tage gab es eine Schlagzeile rund um Chemnitz in Bild, die lautete, Chemnitz, wie konnte es eigentlich so weit kommen? Und ich dachte, Genau. Nein, ab und das zu ist natürlich Alibi-Geschichten über ein paar erfolgreiche Flüchtlinge oder über die schlimmen Zustände in einem Flüchtlingslager auf Lesbos. Aber das sind Alibi-Geschichten. Ich verstehe das auch nicht. Wir haben im Journalismus, hatten wir uns schon weiterentwickelt. Ja? Die Zeit der großen ideologischen Schlachten und der Missionare, wie sie auch zur Zeit der Ostpolitik noch war, und Strauß, Wehner, Schmidt und so. Diese große Zeit der ideologischen und auch fanatisierten Schlachten ist vorbei. Und das ist so eine Rückentwicklung. Ja? Ich habe manchmal das Gefühl, wir fallen in eine Zeit zurück, die wir eigentlich zivilisatorisch schon überwunden haben. 60er, 70er Jahre, sagt Frau Hohlmeier. Also ich möchte nur noch einen Zusatz machen. Die Bild-Zeitung ist ja sehr, sehr widersprüchlich in dem, was sie bringt. Extrem widersprüchlich. Aber was mir auffällt, auch weil Sie vorhin die Justiz angesprochen haben, auch da haben wir viele Widersprüche. Und da bieten wir manchmal eine solche Art von Boulevardjournalismus auch Möglichkeiten. Das ist überall in den Fällen der Fall, wo tatsächliche Gewalttaten mit sehr, sehr milden Strafen bedacht werden. Und das nutzen die von rechts außen, um zu sagen, seht ihr, die werden nicht bestraft. Das ist aber nicht bestraft. Exklusiv auf Ausländer beschränkt, sondern es gilt Deutschen. Wir werden uns nur damit justiziell auseinandersetzen müssen, dass tatsächlich schwere Straftaten auch mit schweren Strafen geahndet werden und das rechtlich so festlegen, dass der Spielraum nicht so erweitert genutzt werden kann. Weil auch das
ist eine Schwäche dann von Politik, wenn sie nicht in der Lage ist, Urteile zu verhindern, die dann im... Neulich hat mir eine Chefin einfach gesagt, im Namen welchen Volkes hat dieser Richter gesprochen? Das war eine Sozialdemokratin, eine zutiefst demokratische Frau. Die wollte auch den Richter nicht angreifen. Die war wirklich einfach zutiefst besorgt. Und die Frage wird man auch mitstellen müssen, dass wir da auch einen klaren Rahmen vorgeben. Teile aber die Auffassung, dass diese Art von Hetze, egal von welcher Seite sie kommt, entsetzliche Auswirkungen hat und aus meiner Sicht wirklich gefährlich auf der Straße ist. Ich meine, da springt der Seehofer ja wieder drauf und lässt sich dann auch zitieren entsprechend und aufmachen, abfeiern, wenn er erklärt, er freut sich über jeden Straftäter, so, der aus dem Ausland kommt. Weil Sie das gerade ansprechen, Herr Wallraff. Ich wollte genau das jetzt ansprechen, weil ich über diesen Satz neulich gestolpert bin. Sie haben unter anderem als Künstler und Kulturschaffender, Kulturvermittlerinnen und Vermittler, einen offenen Brief formuliert an Horst Seehofer, in dem Sie Ihrem Entsetzen Ausdruck verleihen über die Art und Weise, wie er dort Politik macht. Und in diesem Brief steht unter anderem wortwörtlich der folgende Satz: Wir sind entsetzt darüber, viele, viele andere Dinge, dass er, Seehofer, als Bundesinnenminister in einem oberbayerischen Bierzelt ausruft. Und ich bin auch froh über jeden, der bei uns in Deutschland straffällig wird und aus dem Ausland stammt. Und das steht in einer Reihe auch von anderen Zitaten, wo er auch sagt, an deinem Geburtstag, zu deinem 69. Geburtstag, wie ein Geburtstagsgeschenk, da sind 69 Afghanen abgeschoben worden. Einer hat Selbstmord gemacht, andere sind zu Unrecht abgeschoben worden. Da rühmt er sich und da betreibt er eine gezielte Hetze, die auch ein Kalkül hat. Ja, aber ich habe eine Frage in dem Zusammenhang, Herr Wallraff. Haben Sie diese Rede im oberbayerischen Bierzelt mal gesehen? Es gibt... Haben Sie die mal gesehen? Ich selbst war nicht da. Nein, aber die kann man sich ansehen. Ich hab mir mal die Mühe gemacht und habe das angesehen. Ach so, Sie haben es gesehen, ja. Haben Sie die mal gesehen? Nein, ich habe es nicht gesehen. Aber Sie haben mal diesen Brief mit unterzeichnet. Ich habe nur verbürgt dieses Zitat, ja. Sie haben diesen Brief mit unterzeichnet. Mhm. Kennen Sie den Kontext dieses Satzes? Sagen Sie. Ich spiele Ihnen den Ausschnitt jetzt mal vor. Und dann reden wir darüber, ob man Meinung auch auf diese Art und Weise machen sollte, weil wir gerade uns so einig waren, was die Bild-Zeitung angeht. Schauen Sie mal, so in dem Kontext ist dieser Satz gefallen. Wir haben ja jedes Mal die gleiche Heuchelei. Wenn was passiert, dann kriegt die Politik die Frage gestellt, auch von den Medien, warum ist der noch da? Das habt ihr doch gewusst. Solange nichts passiert und wir handeln, werden diejenigen, die handeln, an den Pranger gestellt. Ich sage euch, ich bin froh, dass der mutmaßliche Leibwächter von Bin Laden außer Landes ist. Ich bin froh. Und ich bin auch froh über jeden, der bei uns in Deutschland straftätig wird, straffällig und aus dem Ausland stammt. Auch die müssen das Land verlassen. Ende. So. Der erste Satz stimme ich ihm zu. Beim zweiten ist es eine Verallgemeinerung, die man nicht... Nochmal, darf ich noch mal ganz kurz aus dem Brief zitieren? Ich bin neulich zufällig über diese Geschichte gestolpert. Und ich habe das dann in diesem Brief gelesen und dachte, warum machen die das? Warum zitiert man das dann so und sagt dann, wir sind entsetzt darüber, dass als Bundesinnenminister ausruft, ich bin auch froh über jeden, der bei uns in Deutschland straffällig wird und aus dem Ausland stammt. Ja, wenn Sie diesen Kontext sehen, dann muss man doch... Da muss man doch erkennen, und zwar sofort erkennen, dass er das so nicht gemeint hat. Im und zwar ganz Teil war es eine Verallgemeinerung, wo er plötzlich das im Gesamtzusammenhang sieht. Nein, Sie unterschreiben hier einen Brief, Herr Wallraff. Nein. Sie unterschreiben hier von einem Brief mit einem Zitat, das Sie nie mal im gesamten Kontext gesehen haben und sagen, ich bin froh über jeden, der bei uns in Deutschland straffällig wird und aus dem Ausland stammt. So steht das Ding da drin. Das ist doch nicht lauter. Tut mir leid. Der zweite Teil ist schlimm genug. Es gibt einen interessanten sachdienlichen Hinweis. Ich habe mir mal die Mühe gemacht zu schauen, wann das eigentlich war. Stand da eben da drin. 2. August. Aufgepoppt ist das Ganze 4 Wochen später. Wenn der Bundesinnenminister spricht in einem Bierzelt, gehe ich davon aus, dass fast die gesamte wichtige Presse dieses Landes anwesend ist. Und das ist ja auch aufgezeichnet worden, ganz professionell. Das heißt für mich übersetzt, 4 Wochen lang gab es da keinen Wirbel, keine Diskussion um dieses Zitat. Alle, die dort drin waren, haben es genauso verstanden, wie er es gemeint hat.
Und dann nimmt es einer und zieht es auf die Art und Weise hoch. Ist das auch problematisch, Herr Spreng? Ich finde das ganz schwierig, das so zu machen. Ja, natürlich. Jedes Zitat, das aus dem Kontext gerissen wird, ist problematisch. Das ist eine bekannte Tatsache. Deswegen würde ich immer empfehlen, bevor man sich so exponiert, tut mir leid, Herr Wallraff, und sogar offene Briefe schreibt, wenn man sich so weit exponiert, muss man halt auch die Zeit haben und sich die Mühe geben, den Kontext zur Kenntnis zu nehmen. Das finde ich so gut. Es gibt im Zusammenhang auch mit anderen Äußerungen, wo er ganz eindeutig sich hier auch aber darum geht's der jetzt Stimmung nicht. Angeschlossen hat. Nein, aber darum geht es jetzt nicht. Mir geht es nur um diesen einen Punkt. Ich will Sie auch nicht angreifen, Sie persönlich schon mal gar nicht. Haben auch viele Kollegen da unterschrieben, auch Menschen, die ich teilweise sehr gut kenne. Und habe nur gedacht, warum macht man das so? Warum macht man sich nicht die Mühe, was ich kann, einmal kurz irgendwie im Netz mal zu recherchieren, was hat er denn da wirklich gesagt? Das können Sie doch mit Verlaub auch. Und das kann jeder andere, der das unterschrieben hat, auch. Warum geben wir uns zufrieden, eine halbe Überschrift zu lesen und immer zu glauben, wir wissen sofort, was dahinter steckt? Warum? Das ist doch gerade in Zeiten wie diesen ein sehr verantwortungsloser Vorgang. Es steht im Kontext auch von anderen Äußerungen, die genau diese Stimmung nun auch wiedergeben. Das ist nicht der Punkt. Ich bin bei den 69 Afghanen, bin ich völlig bei Ihnen. Das ist ein Spruch, den man so an dem Punkt nicht machen muss. Fürchterlich, muss man nicht machen. Es gibt andere Zitate, die das genau auf dieser Linie. Aber das hätte doch gereicht. Warum? Wissen Sie, was dann passiert? Wissen Sie, was passiert? Es wird unglaubwürdig. Sie geben sozusagen den Moralismus an dem Punkt. Das ist gar keine Moral. Es ist Moralismus, mit dem man dann um die Ecke kommt und macht sich unglaubwürdig, indem man sich dann erwischen lässt, wie das letzte Ding komplett aus dem Kontext gerissen ist. Das ist das, was Maßen, passiert. Diese maßlose, der auf links überscharf fokussiert also, und, recht ehrlich sagen, und auf rechtem Auge blind ich ist. Ich kenne das von früher. Und von daher gesehen, wir forderten den Rücktritt von Seehofer, weil er Maßen jetzt hier zum Staatssekretär. Alles in Ordnung. Da war der Punkt. Und warum nehmen Sie das mit rein? Eine ganze Reihe von Zitaten. Sie müssen die anderen Zitate noch lesen. Ja? Und ich würde auch jetzt, wo ich das gesehen habe, sagen, wir hätten das gesamte Zitat bringen müssen. Und da war es immer noch deutlich genug. Was hier steht in diesem Brief, ist das exakte Gegenteil dessen, was er dort gesagt hat. Er kam das exakte dann noch mal Gegenteil. Auf den Punkt, ne? Er hat zum Ausdruck gebracht, dass jemand, der straffällig wird und sich nicht an die Gesetze und das Recht dieses Landes hält, dieses Land auch wieder verlassen muss, zumal wenn er kein Bleiberecht hat. Das ist der hat sich ein bisschen verstolpert, ein bisschen verschwurbelt, alles okay. Aber wenn man fair ist im Umgang miteinander, sagt man, pass auf, ich habe schon verstanden, was du da sagen wolltest. Und für mich der wichtigste Hinweis darauf, dass das alle in diesem Zelt verstanden haben, nur offensichtlich die Unterzeichner dieses Briefes nicht, die haben alle verstanden, was da gemacht ist. Sonst wäre doch nicht 4 Wochen Ruhe gewesen. Ja, das hängt damit zusammen, welche Meinung man vorher hat. Ja? Das habe ich schon oft erlebt. Also ich habe dieses Zitat auch gelesen. Ich war auch erschrocken. Ich habe mir auch nicht die Mühe gemacht, jetzt den Kontext mehr anzusehen. Aber ich habe gesagt, so kann das der Seehofer nicht gesagt haben und nicht gemeint haben. Also habe ich von dem Zitat die Finger gelassen. So, also das ist auch eine Reaktionsmöglichkeit. Also ich kenne es von früheren Zeiten her bei meinem Vater auch. Ist eine beliebte Methode, einfach um eine bestimmte Agitation gegen eine Person oder gegen eine Partei voranzubringen, einfach einen Teil von Zitaten wegzulassen, weil das dann reinpasst. Das ist übrigens eine beliebte Methode normalerweise von sehr radikalen Kräften in unserer Gesellschaft. Und man muss eigentlich genau das Gegenteil sagen, wir müssen wieder lernen, Verantwortung zu übernehmen und die Dinge vollständig zu sehen. Ja, wir müssen präzise sein. Dass nicht jeder immer glücklich ist. Wir müssen präzise sein, weil es doch gerade in Zeiten wie diesen so wahnsinnig leicht ist zu manipulieren. Ich meine, deswegen ärgert es einen doch auch so sehr, wenn ein Herr Maaßen dann einfach den Begriff Mord benutzt. Ein Top-Jurist benutzt den Begriff Mord, obwohl er gar nicht weiß, ob es ein Mord war. Und ich sag mal so, wenn wir beide den nicht kennen, also ich jetzt den Begriff nicht kenne, Herr Maaßen kennt ihn definitiv. Der weiß genau, was juristisch Mord und was Totschlag ist. Die Stellungnahme von Herrn Maaßen, die er da in der Bild-Zeitung abgegeben hat, das war ja keine juristische Beurteilung, das war eine politische Kampfstellungnahme, ja, gegen Frau Merkel, ja, mit Rückendeckung des Innenministers. Also so muss man das ja werden. Es war auf jeden Fall eine politische Äußerung und keine rechtliche. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie jemand, ein Präsident einer untergebenen Behörde, in der Öffentlichkeit eine derartige Stellungnahme abgibt, weil der Verfassungsschutzpräsident normalerweise sachliche Stellungnahmen abgibt zum Verfassungsschutzbericht über linksradikale, rechtsradikale, extremistische Strömungen. Aber so etwas war tatsächlich singulär. Der Mann ist hochintelligent und kennt sich aus, aber das war schlicht und einfach falsch. Also. Haben Sie eine Einladung zum Staatsbankett zu Erdogan?
zum Abendessen? Habe ich nicht. Würden Sie hingehen? Ich bin auch nicht so überzeugt, ob die mich einladen würden. Aber würden Sie hingehen, wenn Sie eine hätten? Nö. Okay, lassen wir es so stehen. Herr Wallraff, nö. Sie sind immer gewesen, das ist etwas, was ich Ihnen hoch anrechne, jemand gewesen, der immer nach allen Seiten auch offen ist, mit allen Leuten spricht und immer versucht, im Dialog zu bleiben. Ein Freund der Türken, nicht von Erdogan, aber ein Freund der Türken und der Türkei. Wie sollte man umgehen mit jemandem wie Erdogan, der jetzt auf Staatsbesuch ist? Nicht der Türkei, sondern den dort lebenden Menschen. Ja, das meinte ich damit, ja. Wie sollte man umgehen mit jemandem wie Erdogan, wenn der jetzt auf Staatsbesuch kommt? Man sollte den nicht hofieren und dann schon Vorleistungen offerieren, dass man ihm wirtschaftlich auf die Sprünge hilft, wo er schon ja fast bankrott ist, wo die türkische Lira sich halbiert hat innerhalb von einem Jahr, wo die Inflationsrate durch eigenes Verschulden dermaßen nach oben schnellt und wo er außer pompösen Großbauten der normalen Bevölkerung eigentlich nur schadet, wo er alles beiseite drängt, was von Wirtschaft eine Ahnung hat, wo er seinen eigenen Schwiegersohn zum Finanzminister macht, wo er im Grunde genommen Alleinherrscher darf man ihn nennen, es ist fast eine Diktatur, weil er 95% der Presse auch inzwischen in seiner Hand hat, wo er nur noch Propaganda in seinem Sinne betreibt, wo die politischen Gefangenen zunehmen. Ja? Zigtausende sind Lehrer, sind Wissenschaftler und es sind über 150 Journalisten, Kollegen, mehr als in allen anderen China und Iran. Und das darf man auch nicht vergessen, es sind immer noch 5 Deutsche, die er auch inhaftiert hat. Betrifft, ja. Und da reden unsere Politiker nicht davon. Ich habe gerade eine Solidaritätsveranstaltung für einen Kölner Sozialarbeiter veranstaltet. Ja. Da sah sich keiner unserer Politiker, auch die Oberbürgermeister, nicht in der Lage, für ihn eine Solidaritätsadresse abzugeben. Ich habe den Eindruck, dass man hier versucht, wirtschaftlich, auch militärisch, NATO-Interessen, mache ich alles sein, jemanden zu helfen. Nein. Und das andere bleibt unter ferner Liefen. Nein. Und ich vermisse, Gespräche muss man führen, diplomatisch muss man im Gespräch bleiben. Aber den mit solchen Ehren zu empfangen, dieser rote Teppich, der ihm da ausgerollt wird, da ist eine Blutspur, die sich da durchzieht. Der ist inzwischen blutdurchtränkt. Bitte, darf man so sagen. Ein Staatsempfang läuft nach diesen Regeln ab. Dann darf man einen solchen Mann nicht zu einem Staatsbesuch einladen. Ja. Aber wenn er stattfindet, läuft er nach bestimmten diplomatischen Regeln ab. Ich habe das nur verdeutlicht. Regeln. Das läuft nicht individuell pro Erdogan ab, sondern nach ganz normalen protokollarischen Regeln. Steinmeier würde ihm nicht den roten Teppich auslegen nach seiner Meinung. Klipp und klar. Das ist nicht meine Partei, sondern unser Bundesrat. Ich teile das tatsächlich nicht, dass Politik sich da nicht klar und deutlich hinstellt und sagt, was Sache ist. Aber die Frage ist ja, und darauf zielte meine Frage ab, wie damit umgehen? Weil irgendwie müssen wir ja im Gespräch bleiben. Ja, schon. Aber man darf ihm nicht jetzt einen Kurtau machen. Man darf nicht vor ihm in die Knie gehen und ihn bestimmen lassen. Er will aber bestimmen. Sehen mal, ich finde, ich habe Respekt vor Laschet. Noch der westfälische Ministerpräsident. Der sagt Nein zur Einweihung dieser Moschee. Bin ich nicht so bereit. Weil das ist keine Religionsgemeinschaft, sondern an erster Stelle eine Bastion politischer Interessen. Das sind zum Teil politische Agenten. Und wenn da jemand aus dem Vorstand sich sehr für Integration einsetzt, kommt ja vor, werden die sofort ausgetauscht und gegen Hardliner aus der Türkei ersetzt. Okay. Und von daher meine ich, das hat alles eine bestimmte Symbolik. Und da sollte man etwas zurückhaltender sein. Okay. Lassen wir einfach mal so stehen. Sie beide verbindet eine interessante Geschichte, Herr Wallraff. Helge Achenbach ist heute unser Gast. Was verbindet Sie beide genau? Ach, das hat eine lange Vorgeschichte. Wir lernten uns kennen vor deiner Inhaftierung. Da wollte er schon aus diesem ganzen Kunstgeschäft sich rausziehen und wollte junge Künstler unterstützen, eine Stiftung machen. Und so lernten wir uns kennen. Und als er dann hier inhaftiert wurde und dann plötzlich vor einem Nichts steht, da kam er und sagte, hör mal, kann ich bei dir wohnen? Und da haben auch schon andere gewohnt. Salman Rushdie unter anderem. Unter anderem Biermann, als er ausgebürgert wurde. Und auch ein iranischer Rapper, der auch mit der Fatwa bedroht wurde. Ein Obdachloser hat mal 2 Jahre da gewohnt. Und jetzt, als Helge kam und wir kannten uns, ja, sag ich sofort, hier hast du einen Schlüssel. So fing es an. Und ja, so hat das... das heißt, der Achenbach... Und, es ist...
Es ist keine Wohngemeinschaft. Da bin ich ein paar Mal falsch dargestellt. Ich bin gar nicht fähig in der WG. Ich bin da viel zu sehr Einzelgänger. Aber er hat seine abgeschlossenen Obergeschosse. Da sehen wir das, ja. Und Küche und Bad wird es gemeinsam. Da ist Platz genug. Und es sind hier auch ein Austausch. Ich finde, ich lerne auch von ihm, was, also Kunst, ich glaube, keiner, der so über die moderne Kunst auch Bescheid weiß. Ja. Und der inzwischen, und das finde ich so sympathisch bei dir, der jetzt anfängt, völlig Unbekannte zu entdecken. Ja, und dann, das habe ich zuerst mal kritisiert, inzwischen sehe ich das schon auch anders. Er fängt an, selbst zu malen und hat in der Haft eine Kunsttherapeutin. Übrigens, er ist ein Beispiel dafür, dass man im Gefängnis, ja, resozialisiert falsch, du warst so nicht entsolidarisiert, aber dass er dort positiv gewonnen hat. Er dass, hat dass man doch, was Konstruktives draus machen kann, definitiv. Er hat ein Gefängnispfarrer, er hat eine Gefängnispsychologin und diese Kunsterzieherin. Und die hat dich zum Malen gebracht. So, werden wir gleich drüber sprechen. Vorher aber schauen wir uns mal ein paar Bilder an, Herr Achenbach, und schauen rein in ein Leben, das wirklich ein ungewöhnliches Leben ist, auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen. Zwei Gemälde von Gerhard Richter, 1986 für 270.000 Mark verkauft, wert heute 100 Millionen Euro. Picassos Dora Maar, 94 für 2,15 Millionen Mark an einen deutschen Industriellen vermittelt, heute 30 Millionen. Er ist der Mann, der das Potenzial dieser Werke früh erkannt und seinen Kunden zum Kauf geraten hat, Helge Achenbach. Sein Gespür machte ihn zum erfolgreichsten Kunstberater Deutschlands. Konzerne und Milliardäre, Volkswagen, Burda, Flick gehörten zu seinen Kunden, schickten ihn im Privatjet zu Kunstmessen und Galerien. Und auch der Aldi-Erbe Berthold Albrecht beauftragt ihn ab 2009 mit dem Aufbau einer privaten Kunstsammlung. In 3 Jahren investiert er 120 Millionen Euro in Meisterwerke des 20. und 21. Jahrhunderts und in erlesene Oldtimer. Achenbachs Lohn 5% Beraterprovision. Doch die reichen ihm irgendwann nicht mehr. Er beginnt sich selber großzügig Verkaufsaufschläge zu gewähren, fälscht Rechnungen und gibt Euro statt Dollar an. Babette Albrecht, die Witwe des 2012 verstorbenen Berthold Albrecht, stellt Strafanzeige. Im Januar 2015 erscheint sie persönlich vor Gericht und sagt als Kronzeugin aus. In erster Instanz werden ihr knapp 20 Millionen Schadenersatz zugesprochen. Helge Achenbach wird zu 6 Jahren Haft verurteilt. Da war es dann wirklich albtraummäßig und darf ich oft einen Abschied nehmen und Selbstmord gedacht. Achenbachs Firmenimperium insolvent. Während seiner Haft zerbricht seine dritte Ehe. Achenbach verliert alles. Doch seit Juni ist er auf freiem Fuß und widmet sich nun wieder der Kunst. Jetzt aber malt er selbst. Das ist eine schöne Pointe. Herr Achenbach, ich sehe, dass Ihnen das sehr nahe geht. Wenn Sie klar. Sehr. Ja, was ist der Gedanke, der Ihnen durch den Kopf geht? Bitte? Was ist der Gedanke, der Ihnen durch den Kopf geht? Was ich für ein Wahnsinniger war. Das, was ich zerstört habe. Und so ein. Ja, oder was mich auch dazu getrieben hat. Also ich bin jetzt wirklich sehr berührt gerade. Mhm. Ich bin Täter und gleichzeitig Opfer und es hat mir irre Nächte beschert im Gefängnis natürlich, weil ich das nicht verstanden habe. Ne? Ich hatte das alles damals völlig verrückt gemacht. Ich muss das mal so erklären, als ich anfing in den 70er Jahren, war Kunst etwas, was ich geliebt habe. Da hat niemand in Spekulationen gedacht. Wir haben Kunst gekauft, ich habe Kunst verkauft an Freunde, die haben Raten bezahlt, um Bilder zu kriegen. Sie sind eigentlich Sozialpädagoge, ne, von Haus aus. Ja, klar. Und ich habe die Kunst immer geliebt. Und die Kunst ist auch das, was mich heute am Leben hält. Wie sind Sie da reingekommen? Was war Ihr erstes Bild? Ich meine, Sozialpädagogik ist nicht... Das war ganz witzig. Ich war erster Vorsitzender in Düsseldorf. War für Willy Brandt. Bin für Willy Brandt zum Misstrauensvotum nach Bonn gefahren mit 3000 Studenten. Und als erster Vorsitzender hatten wir einmal im Monat
in der Mensa der Kunstakademie ein Treffen. Und da war es so, dass die Studenten, die Kunststudenten eigentlich die spannendsten waren. Nichts gegen Medizinstudenten, die waren eher langweilig. Aber die Kunststudenten waren toll. Und mit denen, Studentinnen manchmal, klar, aber nein, nein, natürlich nicht. Nein, es war toll. Und ich habe natürlich junge Künstler erlebt. Ich habe natürlich den Beuys noch erlebt. Es war Gerhard Richter Professor dort, Günther Uecker und so weiter. Und das war eine großartige Zeit. Und all die, die dort aktiv waren, sind wunderbare Künstler. Und die haben mir dann auch das Sehen beigebracht. Ne? Das, und irgendwann war es dann so, dass, weil ich ganz gut erzählen kann, ein junger Künstler zu mir sagte, Helge, warum machst du nicht eine Galerie? Wir brauchen jemanden, der, wie du das erzählen kannst, wir brauchen jemanden, der uns vermittelt. Der Leute begeistert für Kunst und inspiriert. Und dann habe ich so die ersten Ausstellungen gemacht. Und dann war das plötzlich so, dass dieses Gefühl, was ich dann weitergab von den Künstlern über die Kunst, den Menschen gefallen hat. Und ich erinnere mich daran, ich habe ein erstes Bild von Gerhard Richter verkauft, abstraktes Bild. Welches Bild war das? Das war ein Bild, das war so 80 mal 1 Meter vielleicht groß, abstrakt, wunderschön. Und das kostete 5.000 Mark. Und ich habe das einem Universitätsprofessor nach Münster mit 500 Mark Ratenzahlung verkauft. Und ich hoffe, er hat es immer noch. Ja, heutiger Wert ungefähr? Vielleicht 5 Millionen, 6 Millionen. Aber das Schlimme ist ja, genau das ist ja der Wahnsinn. Genau. Es darf nicht immer um das Geld gehen. Aber das Geld macht dich verrückt im Kopf. Mich hat es wirklich irgendwann ausflippen lassen. Und auch dieses immer höher, immer weiter, immer schneller. Das war wie so der Tanz ums goldene Kalb. Mhm. Wann ging das los, irgendwie, dass Kunst plötzlich nicht mehr sozusagen... In den 80er Jahren. Ich kaufte diese wahnsinnig schöne Kerze von Gerhard Richter bei einem Galeristen in Düsseldorf für 18.000 Mark. Diese Kerze, die habe ich so geliebt. Ja, das hier, da ist sie. Eines der berühmtesten Gemälde der Welt. Und wie groß ist das hier? Das ist so 120 mal 100 ungefähr. Das ist ein schönes Format. Dann bei mir zu Hause im spießigen Wohnzimmer auf einer Wand und ich war glücklich, dass das Bild da war. Wahnsinn. Und dann kam ein Freund, dem habe ich das dann verkauft für 24.000 Mark, 82. Und da habe ich Abschied genommen von dem Bild. Und das war okay auch. Ne? Man muss ja auch davon irgendwas leben. Also die 6.000 Mark konnte ich gut gebrauchen. Es wusste ja noch keiner, was das für ein weltberühmter Künstler kostet. Ja? Kostet heute? 20 Millionen. Das hing bei Ihnen im Wohnzimmer. Ja, ja, aber ich habe es natürlich nicht gekauft, weil ich das spekulativ... Weil Sie das Bild schön fanden. Toll gefunden. Ja, ist ja klar. Ist auch ein großartiges Bild. Es hat eine irrsinnige Atmosphäre. So. Ja. Und irgendwann ist dieses Bild dann weitergegangen. Das ist eine irre Geschichte. Ich habe das dann einem Freund empfohlen. Ich habe gesagt, kauf das Bild. Der zahlte dann mir 24.000. Also habe ich 6.000 verdient. 6.000 war toll für mich damals. Konnte ich wieder Auto zahlen, Benzin zahlen. Das war ja immer auch klein irgendwas. Und nach 2-3 Jahren ruft er mich an und sagt, ich habe Probleme mit meiner Firma. Kann ich dir das Bild zurückgeben? Habe ich gesagt, ja klar, komm vorbei. Bringt er das Bild, gebe ich ihm 40.000 Mark. Da sagt er, wie? Du bist der Erste, der mir mehr Geld gibt für etwas, was ich gekauft habe. Ja, sage ich, das Bild ist es mindestens wert. Danke. Also. Und dann erzähle ich das einem anderen Freund, der schickt mir aus New York einen Sammler. Der kam dann eigens für dieses Bild nach Düsseldorf geflogen, vom Flughafen mit einem Taxi. Da ließ er das Taxi gemeinerweise vor meinem Haus stehen. Und ich sah immer, wie die Uhr weiterlief, so gedanklich. Ne? Und er hat mich richtig unter Druck gesetzt. Also habe ich dem das Bild dann für, 90.000 verkauft. 90.000, weil ich dachte, das muss mindestens 90.000 kosten. Und dieses Bild hat der dann irgendwann mal versteigern lassen, ich glaube für 8 oder 10 Millionen vor ein paar Jahren bei Christie's. Und dazu muss man Folgendes eben wissen, dieser Kunstmarkt funktioniert eigentlich auch nur in dieser Form bei den absoluten Spitzenkünstlern. Mhm. Insofern ist das auch alles irgendwie eine Besonderheit. Also da, wo ein Künstler ein großartiges Werk hat, ist plötzlich die gesamte Welt dahinterher und treibt die Preise. Das ist wie so ein Grundstück in New York auf der Madison Avenue oder unter den Linden in Berlin. Und das ist das Verführerische. Und das macht übrigens das mit der Kunst auch so schwer, weil es gibt so viel gute Kunst,
die aber es schwer hat zu verkaufen. Also gerade zum Beispiel höre ich immer wieder jetzt, der Kunstmarkt hat eine Krise. Junge Kunst hat es schwer. Kunst, die nicht jetzt World Class ist, hat es schwer. Die Galeristen kämpfen nur um ihre Existenz. Mhm. Das heißt, das ist auch ein ganz schwieriges Spiel. Fragiler Markt, ne? Ja, ganz fragiler Markt. All die berühmten Namen, die man in Deutschland so kennt, Reinhold Würth zum Beispiel, der berühmte Schraubenwerkzeughersteller aus Baden-Württemberg. Was haben Sie dem verkauft? Das ist ein großer Kunstsammler, großer Mäzen. Was haben Sie dem verkauft? Naja, das ist eine sehr lustige Geschichte. Also ich weiß nicht, der Herr Würth lebt in Künzelsau und ist ein Schwab. Und den habe ich irgendwann einmal besucht, da ist er. Und das war so Anfang der 90er. Und dann sagte er zu mir, Herr Acherbach, ich hätte gerne mal Ihre Meinung von meiner Sammlung. Wie findest du die? Und da habe ich so gesagt, na ja, das ist ganz schön, aber da fehlen noch ein paar Schwerpunkte. Ja, ich habe auch ein Picasso. Und dann hat er mir einen Picasso gezeigt. Der war aber jetzt nicht so toll. Und dann habe ich gesagt, so toll ist er nicht. Was haben sie dafür bezahlt? Ja, was darf der kosten? Koste. Habe ich gesagt, die haben vielleicht 500. 500.000. 500.000. Ja. Heidenheit, ich hätte 750.000 zahlen sollen. Das ist ja wohl viel zu viel. Ne? So. Also auf jeden Fall sagt er, können Sie mir da was Besseres besorgen? Sag ich, klar. So, und dann habe ich einen Auftrag von ihm gekriegt, organisiere mir einen Picasso. Jetzt habe ich Folgendes gemacht, das ist jetzt ein kleiner Trick, gebe ich ja zu. Machen wir morgen. Ich habe dann mein Netzwerk mobilisiert und dann habe ich aus New York, aus London, aus Genf, aus Basel, von überall habe ich Picasso-Originale einfliegen lassen. Allein der Aufwand des Transports mit der Versicherung war sicher 30.000, 40.000 damals. Ne? Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, Herr Würth, es wäre schön, wenn Sie mal nach Düsseldorf kommen würden. Ich habe was für Sie. Dann habe ich in meiner Ausstellungshalle dort diese Arbeiten aufgehängt. Es waren dann 8 Bilder, werde ich in meinem Leben nicht vergessen. 8-mal Picasso. 8 Picassos. Fantastisch, wie eine kleine Ausstellung. Jetzt kommt Herr Würth mit seinem Flugzeug angedüst mit seiner Tochter. Ich hole ihn in einem General Aviation in Düsseldorf am Flughafen ab. Fahren dann zu mir in die Räume. Da stehen wir da. Das sagt er, ach, aber das hätte ich dir nicht zugetraut. Das ist eine richtige Ausstellung. Sag ich, ja, Herbert. Das sagt er zu seiner Tochter, Schatz, was machen wir jetzt? Da sagt sie, Papa, kauf sie alle. Daraufhin, er genauso, das würde dem so passen. Nix, ein Bild kaufst. So, dann hat er ein Bild, dieses Dora Maar, für, ich glaube, damals 2,15 Millionen erworben. Das ist das Bild, über das wir sprechen, ne? Ja, ganz gut. Und 2,15 Millionen. Und es war alles gut und es war toll. Und ich habe dann aber auch gar nicht akquiriert groß. Herr Würth war dann irgendwann auch unterwegs und wurde von allen gefeiert und so weiter. Jetzt Zeitsprung, 20 Jahre später. Herr Zetsche, Daimler-Benz-Chef, lädt mich ein nach Stuttgart zum Abendessen. Kultur und Sport. Und wer ist da? Herr Würth. Der sieht mich, kommt auf mich zugeschossen und sagt, Acherbach, sag mir, was kostet der Picasso heute? Da sage ich, 30 Millionen. Sagt er, sag mal, und die anderen Bilder, wenn ich die gekauft hätte, was hätten die damals kostet? Habe ich gesagt, na ja, die 8 Bilder zusammen, glaube ich, 30 Millionen. Sagt er, und was würde die heute kosten? Sage ich, na ja, eine 500 Millionen sicher. Guckt er mich an, sagt, du bist ein schlechter Berater. Okay. Sie haben, und Herr Achenbach, Sie haben das Thema jetzt selber angesprochen, ja, schlechter Berater. Wann haben Sie Familie Berthold, also Aldi Nord in dem Fall, wann haben Sie die kennengelernt? Ach, ich hatte so einen Größenwahn, in dem ich auch noch eine Gastronomie gemacht habe. Durch Zufall. In Düsseldorf? Ich hatte mal auch durch Zufall das schönste Stück Grundstück in Düsseldorf auf Zeit bekommen. Und dort habe ich damals den ersten Strand kreiert. Mit Immendorf zusammen. Monkeys Island hieß das. Und als wir das wieder abgeben mussten. Medienhafen. Und als wir das abgeben mussten nach 3 Jahren, weil dort ein Hotel entstanden ist, das Hyatt. Tolles Hotel übrigens, gehe ich immer gerne hin. Passierte Folgendes, war ich so enttäuscht, dass ich gesagt habe, jetzt mache ich auch noch eine Kneipe. Jetzt habe ich dann in Düsseldorf so eine kleine Kneipe gemacht. Dummerweise waren es dann direkt 3.
Und ich war so irgendwie so völlig bescheuert, habe dann ein West gemacht für, mit Sterne, italienischen und japanischen. Also ich esse gerne, wie man sieht. Und deswegen war es dann auch mal drei, also auch schon da wieder ein bisschen größer war. Das heißt, Sie haben dort sehr viel Geld reingesteckt? Genau. Und hatten irgendwann diesen kleinen finanziellen Engpass. Und da tauchten irgendwann die Albrechts auf. Wir haben dann die Albrechts mal besucht bei Freunden. Und ich muss jetzt Folgendes sagen. Der Name Albrecht steht ja für Geheimnis und er steht ja für Sparsamkeit und er steht auch für eine besondere Haltung. Und ich habe diesen Bertolt Albrecht kennengelernt als einen ganz feinen Menschen. Und im Nachhinein muss ich sagen, habe ich mich total beschissen gefühlt die ersten Monate, nachdem ich ihn nicht als Freund hatte, aber er so geizig war, mit mir über so Provisionen zu handeln. Also es war dann so, ich jetzt mal, was ich jetzt einem jungen Menschen immer sagen würde heute, was war mein größter Fehler? Dass ich nicht geradlinig war. Dass ich nicht Nein sagen konnte. Dass ich irgendwie gedacht habe, ich kriege das schon hin. Und es war bei ihm so, dass er mich dann irgendwann fragte, hör mal Helge, ich habe hier 60 Millionen, die kriege ich jetzt im Dezember und ich würde gerne mit dir Kunst kaufen. Da habe ich gesagt, das ist toll, da baue ich dir eine wunderbare Sammlung auf. Dann habe ich ihm ein Buch gemacht mit den schönsten Kunstwerken des 20. und 21. Jahrhunderts, habe ihm das präsentiert und gesagt, so würde ich die Sammlung aufbauen, von Beckmann bis Warhol. Mhm. Fand er ganz toll. Und dann kam aber sein Ansatz, was musst du denn daran verdienen? Und jetzt muss man wissen, ist der Kunsthandel lebt normalerweise von so Spannen zwischen 10, 15, 20 Prozent und 30 Prozent. So, das ist so normal, bis manchmal 50. Dann sagt er zu mir, du kriegst 5 Prozent. Das kriegen alle unsere Lieferanten. Aldi halt, ne? Ja, genau. Großartig. Sind alle unsere Lieferanten. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt kommt das erste Bild. Jetzt kommt das erste Bild. Jetzt schon der Satz des Jahres. Kriegen alle unsere Lieferanten. So, jetzt, okay. Nein, aber jetzt das heißt, Sie haben sich auf die 5% eingelassen? Ich habe mich dooferweise auf diese 5% eingelassen und hatte folgendes Erlebnis. Und das müssen Sie sich vorstellen. Das erste Bild, was Bertolt sich wünschte, war ein Kokoschka. Österreichischer Maler. Ne? Österreichisch. Er hat in Innsbruck studiert und hat dort mal eine Ausstellung besucht und er fand die Idee, dass sich Kokoschka als einen österreichischen Expressionisten ihm vorschlug, da ist das Bild, genau. London Tower Bridge. Hat er sich gewünscht. Super schönes Bild. Ja. Dann bin ich losgeflogen und habe dieses Bild in einer Galerie in London gefunden und habe mit dem Galeristen runtergehandelt. Ich habe den von 1,3 Millionen auf 800.000 runtergehandelt. So, jetzt komme ich triumphierend nach Hause, zeige meinem Freund Bertolt damals dieses Bild und er sagt, wunderbar, das nehmen wir. Und dann 5% für den Lieferanten. Und dann sage ich meinen Mitarbeitern, das können wir jetzt eigentlich in Rechnung stellen, naja, sagt er, 40.000 plus, also 840. Da habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Und jetzt kommt der Teufel in mir und vielleicht ist auch bei vielen Menschen diese dunkle Seite. Dann habe ich gesagt, können wir nicht 100.000 draufpacken? Dann haben die mich alle entsetzt angeschaut. Da habe ich gesagt, gib mir mal, dann bin ich mit dieser Originalrechnung an einen Kopierer gegangen und habe aus diesen 800 erstmal nichts gemacht. Dann habe ich eine 9 vorgeschrieben, dann waren es 900.000. Dann habe ich gesagt, so 5% obendrauf, 945, jetzt stimmt es doch. Ich fühlte, dass es stimmte. Und der Irrsinn ist, dass ich das gemacht habe. Ja, das war der Moment, in dem Sie kriminell wurden. Das war der Moment. Und jetzt kommt ein wahnsinnig guter Freund vor ein paar Wochen, mit dem ich mich, der mich auch in meiner Stiftung unterstützt, die jetzt Kultur ohne Grenzen heißt. Mhm. Der sagt zu mir, Helge, das Problem bei dir war, und das ist etwas, was ich jetzt auch weitergeben kann. Wenn du handelst, du musst das Ende sehen. Hätte ich jemals geahnt, mit so einer Scheiße komme ich ins Gefängnis und ruiniere mein Leben, meine Familie, meine Kinder, alles, hätte ich es niemals getan. Ich habe es nicht kapiert. Ich war so ein bescheuerter Typ, dass ich das nicht kapiert habe. Getrieben. Getrieben. Ja. Auch von diesem Geld und der Gier und naja. Ich meine, wenn Sie vorhin sagten, der hatte 60 Millionen zur Verfügung. 5% von 60 Millionen sind immer noch 3 Millionen. Ja, und dann musste aber als Kunsthändler 1,4% zahle ich alleine schon an Bildkunst. Mhm.
da geht das schon mal weg. Und dann hast du Kosten und das marschiert ja alles weiter. Okay. Mhm. Und das war bescheuert natürlich. Bleibt, ne? Immer noch, ja. Ja, gut, und ich verstehe das. Mhm. Und jetzt muss man sich vorstellen, jetzt dieses Bild beispielsweise kostet heute sicher 3 Millionen. Aber ich habe dann ihm natürlich zum Beispiel einen Gerhard Richter verkauft. Ein tolles, abstraktes Bild für damals 10 Millionen. Übrigens auch klar mit ihm den Preis besprochen. Ich habe dann irgendwann aufgehört mit diesen 5%. Also irgendwann hatten Sie ein schlechtes Gewissen? Das begann eigentlich vom ersten Tag an, da habe ich mich scheiße gefühlt. Haben Sie mit irgendjemandem darüber gesprochen? Wie ein Schuft. Ja, ich habe es irgendwann mal einem Freund erzählt und er hat gesagt, bist du wahnsinnig? Darfst du nicht machen. Und ich habe dann irgendwann mit Berthold darüber gesprochen, dass ich nicht mehr mit diesen 5% klarkomme. Und das hat er dann auch akzeptiert. Verrückt. Aber der Richter hat es nicht geglaubt. Verrückt. Das heißt, Sie hätten sich das alles sparen können? Ich hätte mir alles sparen können. Sie hätten einfach nur mit ihm klarer reden müssen. Ja, und ich war damals 5%, aber ich 10. Und das Schlimme ist, da bin ich eingeknickt. Ich bin eingeknickt vor diesem Namen Albrecht, vor diesem vielen Geld. Ich wollte den Kunden haben. Mhm. Ich war geil auf die 60 Millionen Umsatz, auf all das Ganze. Und irgendwo war ich ein kleiner Lümmel, der gedacht hat, ach, das geht schon irgendwie. Sind Sie zu Recht, Herr Achenbach, in der Höhe verurteilt worden? Also haben Sie mit dieser Strafe Ihren Frieden gemacht? Es ist so bescheuert, wenn ich jetzt anfange zu lamentieren. Ich habe das große Ende, das böse Ende nicht gesehen, wie mir dieser Freund sagt, ne, der meine Stiftung begleitet, der mir jetzt einen Volkswagen-Bus zur Verfügung stellt, der mir eine Tankkarte gibt für unsere Stiftung, der mir PCs gegeben hat, der an meiner Seite ist, ne? Könnte ich wiederholen. Scheiße. Ja, ich verstehe das aber. Ich kann das schon nachvollziehen. Und ich meine, bei allen Verfehlungen und kriminellen Machenschaften, ich habe hier das Gespräch mit Thomas Mittelhoff geführt, das geht Ihnen auch unter die Haut. Also unabhängig davon, was sich ein Mensch hat zu Schulden kommen lassen. Ja. Zunächst mal, wenn einer dann die Strafe abgebüßt hat, ist er wieder ein vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft. Ja, und dann haben wir nicht darüber zu richten. Das ist das eine. Und das andere ist, man erlebt natürlich, wie das Menschen erschüttert. Also gerade auch dieser erste Tag zum Beispiel im Gefängnis. Wie ging es Ihnen damals? Also was hält einen aufrecht, wenn man plötzlich merkt, boah, aus dieser Welt, Privatjet nach New York, Privatjet nach Basel, Privatjet zur Art Miami und keine Ahnung was alles vorbei. Ich kam ja aus Brasilien und hatte Campo Bahia für die Familie Hirmer gestaltet, das Fußballdorf der deutschen Fußballnationalmannschaft mit 14 Künstlern. Und war in einer Euphorie und hatte nur zur Liebe eigentlich auch meiner damaligen Dorothee, meiner Frau, gesagt, okay, ich komme noch mal nach Düsseldorf und gehe dann, Einladung Jogi Löw, Birhoff, Helge, du kommst, siehst jedes Spiel, wieder zurück nach Brasilien. Mhm. So, jetzt wirst du verhaftet und plötzlich stehen da Polizisten am Flugsteig, nehmen dich fest und du landest plötzlich, du stehst nackt vor einem Beamten, du musst dich zeigen, das ist grauenhaft, Menschen erniedrigend, die schmeißen dich in eine Zelle und plötzlich geht die Türe zu und du denkst, wo bin ich, was ist passiert? Und in dem Augenblick ist Panik und ist Angst und ich spürte, das ist das Ende meiner Ihres Lebens, so wie Sie es bisher kannten. Klar. Und dann kommen natürlich Selbstmordgedanken. Und da kommt natürlich. Aber was mich am Leben erhalten hat, war dann Folgendes. Ich habe wirklich gedacht, ich kann es den Kindern nicht antun. Das erzählt Thomas Mittelhoff auch. Die Kinder sind es, die mich getrieben haben. Ne? So, und, Sie haben 8 Kinder, ne? 8 Kinder, ja. Und ja, klar. Ein wilder Bursche bin ich immer wieder. aber wisst ihr, und das ist das Tolle, dass die Kinder zu mir stehen und die Liebe zurückgegeben haben. Mhm. Und interessant war auch, hier ist das Foto, genau. Mhm. Schaut mal. Und was auch spannend ist natürlich, ich sollte Halbstrafe kriegen. Ich kam zu einem Richter, der zuständig war für mich, für die Halbstrafe, sagt Achenbach, ich kenne deinen Fall so gut. Du bist ein Kandidat für Halbstrafe. Und ich finde, dass du das, was du machst, deine Sozialarbeit, und ich finde das Projekt Kultur ohne Grenzen so toll, ich will, dass du das machst, sagte der Richter. Und jetzt haben wir diesen wundervollen Hof, den ein Freund mir zur Verfügung stellt bei Düsseldorf.
auch ein toller Mensch, kostenlos dort, können Künstler aus Kriegs- und Krisengebieten sein. Im Dialog mit anderen Künstlern bringe ich diesen Künstlern ein bisschen Frieden und Heimat. Weil das ist etwas, was ich gedacht habe, als ich im Gefängnis war. Ich habe gedacht, ich bin im Gefängnis, weil ich Scheiße gebaut habe. Da gibt es Menschen, da gibt es eine Künstlerin, die wird von Erdogan verfolgt, die Sarah Dogan, wird von Erdogan ins Gefängnis geworfen für 3,5 Jahre, weil sie ein kurdisches Dorf gemalt hat, was die Türken zerstört haben. Mhm. Und diese Künstlerin, da muss ich jetzt sagen, bin ich so Günther sehr dankbar, ist seit 1,5 Jahren im Gefängnis. Und ich habe ihr gesagt, oder wir haben ihr mitgeteilt, dass wir ihr Unterstützung geben. Mhm. Seine Stiftung hat die Anwälte jetzt bezahlt, da ist die Sarah Dogan. Mhm. Und wenn sie aus dem Gefängnis kommt, hoffe ich, dass sie bei uns Frieden findet. Dann kann sie bei uns erstmal arbeiten. Okay. Eine Ausstellung. Ja. Das ist wegen dieses Fotos, das Bild zum Beispiel. Wegen dieses Bildes. Wahnsinn. So. Wahnsinn. Und das ist... Und da bin ich so froh, dass ich den Günther an meiner Seite habe. Verstehe ich. Versteht ihr das? Ja, so, und da muss ich sagen, da ist jetzt eins für mich ganz, ganz positiv. Ich bin ja entmaterialisiert, weil ich habe 20 Millionen Schulden. Alle Firmen sind zerstört worden. Ich habe nichts mehr. Ich habe 3 Monate lang keine Krankenversicherung zahlen können, weil ich leider kein Einkommen hatte. Ich hatte letztes Wochenende 5 Euro. Aber es geht mir gut. Und lassen wir einfach mal so stehen. Wenn einer so einen Riecher hat für Kunst wie Sie, werden Sie da auch wieder auf die Beine kommen. Danke Ihnen sehr für ein sehr offenes Gespräch. Helge Achenbach ist heute unser Gast. Vielen Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Günther Wallraff, der an seiner Seite sitzt. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Michael Streng und bei Monika Hohlmeier. Alles Gute für den Bayerischen. Für die Bayerische Landtagswahl jetzt die Kollegin von Heute Plus, beziehungsweise geht ins großes Kino jetzt direkt im Anschluss, danach Heute Plus, und wir sehen uns am Dienstag wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.